In diesem Video gibt es eine kurze Anleitung, wie man in der britischen Stellwerkssimulation SimSig als Host eine Multiplayer-Session veranstaltet. Nach dem Start gibt es das übliche Startfenster und man wählt hier den Button Network Play. Dann wird man hier erstmal aufgefordert, die Initialen einzugeben, also ein Kürzel des eigenen Namens kann bis zu 4 Zeichen lang sein. Das ist frei wählbar, es ist nur wichtig, dass sich die Initialen der Teilnehmer alle voneinander unterscheiden. Man darf das Feld auch nicht offen lassen, sonst gibt es hinterher Probleme, dann bleibt der Start der Simulation hängen. Dann hat man die Auswahl zwischen Server und Client. Hier oben das TCP-Port kann man erst üblicherweise so lassen. Und hier wählt man dann Server. Wenn man Host ist, wählt man Server. Wenn man sich nur einloggt als Client-User, wählt man Client. Wir wählen also hier Server. Dann erscheint hier eine IP-Adresse. Und diese IP-Adresse muss man allen Teilnehmern mitteilen, die sich als Client-User in die Session einloggen sollen. Hier unten ist es auch immer sinnvoll, den Button Start Simulation Pause zu setzen. Dann startet die Simulation zunächst im Pause-Modus. Dann können sich in Ruhe alle Teilnehmer einloggen und erst wenn alle Verbindungen sauber bestehen, kann man dann die Simulation starten und dann läuft es synchron für alle Teilnehmer. Dann kann man die Simulation, das eigentliche Programm, starten. Hier gibt es die Auswahl New Game und Load Game. Bei New Game startet eine neue Simulation um 0 Uhr mit einem leeren Fahrplan, der sich allmählich mit Zügen füllt. Und bei Load Game kann man eine abgespeicherte Betriebslage starten. Also dann hat man eine Ausgangsbetriebslage, mit der auch alle sofort arbeiten können. Das mache ich mal hier. Ich klicke mal auf Load Game und lade hier eine Betriebslage. Man sieht, ist hier schon erschienen. Ich bin aber noch im Pause-Modus. Und wenn sich jetzt ein Teilnehmer einloggt, dann sieht das wie folgt aus. Da erscheint dann hier so ein Fenster, Establishing Connection. Dann kann ich das akzeptieren. Und jetzt ist der Teilnehmer eingeloggt. Und dann müssen die Teilnehmer sich für einen fahrdienstlichen Verantwortungsbereich entscheiden. Können ja mal annehmen, der Teilnehmer, der sich gerade eingewählt hat, der übernimmt das sogenannte Panel 2, das wir auch gerade hier auf dem Schirm sehen. Kann man sehen, hier erscheint jetzt ein Namenskürzel CH, also der User CH hat sich jetzt für diesen Steuerbereich hier entschieden, für das Panel 2, das geht hier von dieser grünen Linie bis hierhin und hier unten bis hier unten runter. Und wenn ich jetzt die Simulation starte, also den Pause-Modus beende, dann können die Teilnehmer, die jetzt eingeloggt sind, auch sofort bedienen. Ich lasse mal jetzt die Simulation loslaufen. Jetzt läuft also die Uhr. Und jetzt zum Beispiel kann der User CH hier auch Fahrstraßen einstellen. Zum Beispiel hier diese Fahrstraße und dann hier mal die Schranken schließen. Oder hier eine Rangierstraße einstellen. Und jetzt kann der ganz normale Betrieb hier weiterlaufen und das gleiche gilt auch für die Steuerbereiche der anderen User.